Ein Hattersheimer ist nach einem Polizeieinsatz in einem Restaurant bei Frankfurt am Main aus noch ungeklärten Gründen ums Leben gekommen. Nachdem am Mittwochabend Rettungskräfte zu einem medizinischen Notfall alarmiert wurden und eintrafen, soll sich der 28-Jährige ihnen gegenüber aggressiv verhalten haben. Eine unterstützende Polizeistreife sei kurze Zeit später vor Ort eingetroffen, aber offenbar ist der Mann so aggressiv gewesen, dass auch sie weitere Unterstützung anfordern musste. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe sich der Mann den Polizeibeamten widersetzt, als sie seine Identität feststellen wollten. Dabei sei ein Polizeibeamter leicht verletzt worden. Deshalb hätten sie Pfefferspray eingesetzt, woraufhin der 28-Jährige das Bewusstsein verloren habe und reanimiert werden musste. Er sei umgehend mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden, jedoch noch am selben Abend dort verstorben. Das Hessische Landeskriminalamt nahm nun die Ermittlungen auf und die Frankfurter Staatsanwaltschaft leitete ein Verfahren gegen vier Polizisten wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ein.